Ja, hallo. Ich wollte euch ein Video machen zum Thema Energie. Energie, ganz einfach. Ich habe jetzt eine Hand besetzt mit Telefon halten. Aber wenn ihr beide Hände frei habt, könnt ihr mal die Hände ganz kräftig aneinander reiben. So richtig kräftig aneinander reiben. Na, los geht's. Kräftig aneinander reiben, 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 reiben. Und ihr merkt, irgendwann kräftig, kräftig, kräftig reiben. Die Finger werden ganz schön warm. Ja? Und die Energie, die ihr im Essen bekommen habt, die habt ihr gerade benutzt, um die Wärme zu machen. Ja? Also Energie kann man von einer Form in die andere Form umwandeln. Also zum Beispiel Energie, die aus dem Essen kommt, in Energie, die Wärme bringt. Und wenn jemandem kalt ist und ihr dann die warmen Finger bei jemandem, dem kalt ist, vielleicht auf die kalten Hände tut, dann gibt ihr dieser Person auch gute Energie. Ja? Das ist eine andere Form von Energie. Aber ich wollte euch mal ein paar Sachen zeigen aus meinem Leben, wo Energie eine richtig große Rolle spielt. Und ein paar Beispiele habe ich hier schon mal einfach aufgestellt. Ich muss mich ein bisschen beeilen, es fängt nämlich gerade an zu regnen. Was mir richtig hilft, also erstmal, in meinem Leben habe ich keine Stromrechnung. Ich mache meinen Strom selber quasi. Also ich habe hier Solarpaneele, aber ich habe auch andere Orte, wo ich Energie benutze und wo es so ein paar kleine Tricks gibt, die mir richtig helfen, Energie zu sparen. Und da ist immer die Frage, was ist genug? Weil man ganz schnell zu viel Energie, ich sag mal, ausgibt. Ja. Ein Beispiel ist mein Fahrrad. Ja, wenn ich ein Fahrrad habe, komme ich überall hin. Und die Energie, die ich dafür brauche, die muss ich nicht kaufen. Die muss ich nicht an der Tankstelle da rein tun. Die Energie, die kann ich einfach essen. Und die Kartoffeln, die kann ich selber anpflanzen. Zum Beispiel die Kartoffeln, wenn die Energie von den Kartoffeln kommt. Und dann habe ich auch noch einen Fahrradanhänger. Ja, da passt ganz schön viel rein. Und im Moment ist die Kiste ziemlich leer. Aber mit dem Fahrradanhänger und auch an meinem Fahrrad, da habe ich so Gepäckträger, das hilft mir dabei, Energie zu sparen. Dann brauche ich nämlich kein Auto, um größere Sachen zu transportieren oder größere Mengen zu transportieren. Ich kann das alles mit dem Fahrrad machen. Das Fahrrad hilft mir, Energie zu sparen. Und weil wir ja auf einem Planeten leben zusammen, ist alle Energie, die ich spare, Energie, die wir zusammen sparen. Ganz wichtig auch. Ein anderes Beispiel, habe ich extra aufgesetzt, ist meine Mütze. Ja, ihr habt ja eben gesehen, dass man mit der Energie aus dem Essen Wärme machen kann. Und genauso, wie wir quasi das Essen bei uns im Körper verbrennen, um Wärme zu machen, verbrenne ich in meinem Zuhause. Das ist mein Zuhause. Und da seht ihr einen Schornstein. Von dem Schornstein, da kommt Rauch raus. Ganz wenig, weil das Feuer sehr sauber brennt. Aber ich habe da einen Holzofen drin, um mir Wärme zu machen. Und ich wohne halt hier hoch oben im Norden, in Finnland, wo es im Winter auch richtig knackig kalt sein kann. Und wenn ich jetzt eine Mütze aufsetze, oder einen warmen Pulli mir anziehe oder eine warme Hose, warme Socken, dann muss ich es nicht so warm machen in der Jurte. Ja, dieses Zelt, das nennt man eine Jurte. Und da muss ich es dann nicht so warm machen. Und wenn ich es dann nicht so warm machen muss, muss ich auch nicht so viel Feuerholz machen. Spart wiederum meine Energie und unsere Energie. Ein anderes Beispiel habe ich hier in meiner Tasche. Das ist eine Thermosflasche. Damit kann man heißes Wasser ganz lange, bleibt es ganz lange heiß. Und das ist auch so ein toller Trick, wenn man einmal heißes Wasser gemacht hat, dann macht man manchmal ja so ein bisschen zu viel, mehr als man tatsächlich braucht. Und alles, was dann da, was ich zu viel an heißem Wasser gemacht habe, das kommt dann in diese Thermosflasche rein und dann bleibt das lange heiß. Das heißt, nächstes Mal, wenn ich heißes Wasser brauche, kann ich einfach aus der Flasche was nehmen und muss nicht wieder Energie verwenden, um neues heißes Wasser zu machen. Ja? Ein anderes Beispiel. Ich habe ganz viele Beispiele mitgebracht. Wenn ihr an mir runter guckt, seht ihr, ich habe im Sommer barfuß und ich trage so eine Kleidung, das nennt sich ein Sarong. Das ist eine Kleidung, die in Asien ganz viele Menschen tragen. Und das ist super praktisch im Sommer, weil es schön luftig ist und man kann sich damit sehr gut bewegen. Und das kann man auch ganz, ganz leicht selber herstellen, aus alten Stoffresten zum Beispiel. Das heißt, das spart auch Energie, weil wir nicht viel neue Kleidung machen müssen.
Und es spart Energie, weil es so luftig ist, komme ich gar nicht so ans Schwitzen. Das heißt, ich muss meine Kleidung gar nicht so oft waschen. Denn zum Waschen von Kleidung müssen wir zum Beispiel auch das Wasser zum Waschen warm machen und die Waschmaschine muss sich drehen und so weiter. Und da brauchen wir dann auch viel weniger Energie. Dann habe ich noch ein Beispiel hier. Das ist eine Stirnlampe. Habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen? Ich mache die mal kurz an. Ja, und diese Stirnlampe, die ist gar nicht so hell, aber die ist hell genug. Bei Energie geht es ja darum, was reicht. Ja, und bei dieser Stirnlampe, die hilft mir dann dabei, dass ich genau immer da Licht habe, wo ich hingucke. Also da, wo ich Licht brauche, ist dann auch Licht, weil die Stirnlampe ja genau auf meinem Kopf ist. Und wenn ich den Kopf bewege, geht das Licht, scheint das genau dahin, wo ich hingucke. Wenn ihr noch nie eine Stirnlampe aufgehabt habt, fragt mal rum. Ist ganz lustig, damit sich zu bewegen und zu gucken. Das Licht geht tatsächlich immer dahin, wo man hinguckt. Und weil ich diese Stirnlampe habe, brauche ich nicht überall Licht, sondern das Licht nur da, wo ich es tatsächlich brauche. Also eine kleine Stirnlampe hilft mir auch, Energie zu sparen. Was mir auch Energie in meinem großen Energie-Thema hilft, sind diese Solarpaneele. Die können nämlich aus Sonnenlicht können die Strom machen. Und wenn diese Paneele sind übrigens, die habe ich nicht neu gekauft, sondern die sind nicht nur Secondhand, also gebraucht von einer Person, sondern die sind dritter Hand schon. Also die hat vor mir jemand schon mal gebraucht, sich besorgt. Und damit kann ich Strom machen, beziehungsweise die machen für mich Strom, den speichere ich in einer Batterie. Und dann kann ich damit zum Beispiel meine Stirnlampe aufladen oder das Telefon, mit dem ich gerade dieses Video filme. Wenn aber im Winter, weil hier in Finnland geht im Sommer die Sonne fast gar nicht unter, es ist also auch nachts hier richtig hell, aber im Winter wird es dafür nicht hell. Im Winter ist es hier fast immer ziemlich dunkel. Es liegt zwar ganz viel Schnee, der das so ein bisschen hell macht, aber die Sonne, die kriegt man im Winter fast gar nicht zu sehen. Und dann kann es sein, dass selbst diese zwei großen Solarpaneele nicht genug Strom machen, um meine Stirnlampe und mein Telefon aufzuladen. Viel mehr Stromgeräte habe ich auch gar nicht. Ich habe ein paar Powerbanken, ja? Und dann habe ich noch ein Radio. Ja? Wenn die Sonne aber nicht scheint und ich möchte mein Telefon trotzdem benutzen und ich möchte trotzdem Licht in meiner Stirnlampe haben, da habe ich einen Trick. Und das seht ihr hier. Und was das genau ist, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Dafür drehe ich einmal kurz die Kamera um. So, jetzt habe ich die Kamera umgedreht. Also, ihr habt ja alle schon mal ein Windrad gesehen, ja, das sich dreht und Strom macht. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal selber gebaut oder euch damit beschäftigt, wie das funktioniert. In einem Windrad drehen sich die Flügel. Hier gibt es keine Flügel, hier gibt es Pedale. Die kann ich mit meinen Füßen drehen, während ich da auf dem Stuhl sitze. Auf dem Sattel. Und wenn ich mit den Pedalen hier drehe, dreht die Kette das große Rad. Und das große Rad dreht dieses kleine schwarze Rad. Guckt mal hier. Ja, und da ist ein gebrauchter Elektromotor und vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen. Ein Generator macht Strom, wenn der gedreht wird und ein Motor, wenn man da Strom reinmacht, kann man den drehen. Wenn ich jetzt also hier Strom dran machen würde an dem Motor, würde der Motor sich drehen. Genauso andersrum, wenn ich den Motor hier drehe, diesen gebrauchten Motor, macht er mir Strom. So, und was ich jetzt mal mache, ich nehme jetzt mal meine Stirnlampe, dann setze ich mich mal da drauf. Die Stirnlampe, die schließe ich jetzt mal hier an dem Kabel an. Und dann habe ich hier auch noch eine Powerbank. Und wenn ich jetzt anfange zu trampeln, seht ihr hier, geht das rote Licht an, das sagt, dass die Stirnlampe gerade geladen wird. Und bei der Powerbank, so eine Taschenlampe, da geht ein oranges Licht an, das sagt, dass es gerade geladen wird. Und wenn ihr mal so genau guckt, hier kann ich 1, 2, 3
4, 5 Geräte anschließen. Das heißt, ich kann 5 Sachen gleichzeitig laden und das ist gar nicht viel Arbeit. Ganz einfach geht das. So, ich drehe die Kamera mal wieder um. Ja, das war ein kleines Video. Ein bisschen länger ist es geworden zum Thema Energie. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die ja gerne stellen. Ja? Passt auf euch auf und gebt einander gute Energie. Vielleicht kennt ihr das Wort hier, Love. Das ist Englisch und heißt Liebe. Und Liebe ist so die allerwichtigste Energie, die es gibt. Aber das wisst ihr bestimmt schon. Alles Liebe euch. Tschüss.